Im September nutzten wir die Möglichkeit, die Seehundsbänke vor Büsum zu besuchen. Bevor wir ablegen, können wir das Treiben im Büsumer Hafen beobachten. In der Zeit von März bis Oktober ist die Schifffahrt mit der MS Ol Büsum der Reederei Rader möglich und wird etwa 2,5 Stunden dauern. Hintergrund die abgestellten Fahrzeuge der Helgoland-Fahrer, die mit der Lady von Büsum unterwegs sind. Wir warten auf die Durchfahrt der Hauke, dem ersten Fahrgastschiff der Reederei Rader. Als Vater Hans-Georg Rader 1972 die Reederei Rader gründete, benannte er den Kutter nach dem Namen seines Sohnes Hauke. Das Büsumer Sperrwerk wird ab einem Pegelstand von etwa 30 cm über normalem Hochwasser geschlossen. Kleinere Schiffe wie die Ol Büsum können dann noch durchgeschleust werden. Mit Schiffen ab einer Länge von 35 Metern ist das dann nicht mehr möglich. Mit einer Geschwindigkeit von fast 12 Knoten, für die Landratten entspricht das etwa 22 Stundenkilometer, rasten wir den Robben auf den 20 Kilometer entfernten Seehundsbänken entgegen. Als Partner des Nationalparks hat sich die Reederei Rader verpflichtet, die Natur zu respektieren und keine Tiere zu stören. Der Schutz dieses einzigartigen Lebensraumes steht an oberster Stelle. Tausende von Seehunden leben im Wattenmeer vor Schleswig-Holsteins Küste.
Im Sommer werden die Jungtiere hier geboren und großgezogen. Es kommt vor, dass bis zu 6 Wochen alte Babys von der Mutter getrennt werden. Weil sie so laut nach ihrer Mutter jaulen, nennt man sie auch Heuler. Manchmal ist das Muttertier nur auf Fischfang, doch auch dann heulen die Kleinen lauthals. Allerdings war heute auf dem Schiff nichts davon zu hören. Waren wohl alle Muttertiere anwesend. Imposant sieht Büsum von der Seeseite aus. Auf der Grundlage des Generalplans Küstenschutz für ein sicheres Leben an unseren Küsten und den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte entsprechend sind die Deichanlagen erneuert worden. Die Deicharbeiten sind abgeschlossen und alle Strandbereiche sind wieder uneingeschränkt zugänglich. Die Ol Büsum, auf der wir uns befinden, wurde 1966 in Dienst gestellt und hat eine Länge von 33 Metern, eine Breite von 6,50 Meter und einen Tiefgang von 1,50 Meter. Nach einer interessanten und entspannten Fahrt erreichten wir wieder die Anlegestelle der Ol Büsum.